Wir haben hier in Deutschland einige Gesetzesgrundlagen, die den Umgang mit E-Mails und Dokumenten darlegen. Da hätten wir zum Beispiel das Handelsgesetzbuch, die Themen der ordentlichen Aufbewahrungszeiten oder die Definition, welche Dokumente, Schriftstücke für Kaufleute zum Aufbewahren sind, worunter dann auch die Schriftstücke wie E-Mails fallen können. Das wäre der Bereich Handelsgesetzbuch. Dann gibt es auch Quellen aus der Abgabenordnung, dann wäre zum Beispiel Paragraph 147 zu nennen, in denen Themen stehen, wie steuerlich, rechtlich relevante Daten aufbewahrt werden müssen. Und natürlich gibt es dann im Prinzip für Unternehmen auch individuelle Gesetze, in denen die Handhabung von Schriftstücken definiert werden, die dann auch auf die E-Mail übertragen werden können. Das hängt jetzt davon ab, welchen Paragraphen oder Gesetzbüchern zugeordnet werden müssen. Geht es um das Thema Handelsgesetzbuch, Handelsbriefe, dann liegt die Aufbewahrungsfrist bei 6 Jahren, beginnend am Abschluss des Kalenderjahres. Geht es um den Themenbereich Steuern, steuerlich relevante Daten, dann sind es 10 Jahre, plus der Rest vom laufenden Jahr, also auch ab Ende des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind, oder eben individuelle Gesetze, die entsprechend längere Aufbewahrungsfristen vorschreiben. Aber 6 für Handelsdokumente und 10 Jahre für die entsprechenden steuerlich relevanten Daten. Ja, im Bereich der privaten E-Mail-Nutzung haben wir immer ein Spannungsfeld zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wir empfehlen in der Form am besten eine Betriebsvereinbarung zu erlassen, in der der Arbeitgeber die private E-Mail-Nutzung im Unternehmen ausschließt, was dann für den Arbeitgeber eine wesentliche Erleichterung mit der Umsetzung der Archivierung oder Aufbewahrung beinhaltet.